Okay, dann würde ich in einer freien, nicht in einer freien Aktion, ich würde in einer Aktion mein Stab bzw. das Langschwert als Flammenschwert benutzen. Damit steigt der Schaden dann auf die Sternchen halbe. Fängt es an zu brennen? Ja, jetzt sind sie tatsächlich auch nicht mehr auf Geheimhaltung angewiesen und dementsprechend machen sie nicht mehr 1w6 plus 4, sondern plus 10. Und sie würden ganz gerne Diamantes filetieren. Du hast eine Rüstung an, ne? Ich habe eine Rüstung an, ja. Ja, ich mache einfach mal Wucht 5. Und zwar umgewandelt zweimal, also viermal. Da wir nicht in Formation sind, kann ich nicht imperieren oder so, oder? Ihr seid nicht in Formation. Okay, So, das erste gelungen, das zweite gelungen, das andere umgewandelt sowieso nicht, nein, und das, also zwei Attacken, die durchkommen. was die das Wache-Rufen hat nur eine Aktion gebraucht, nämlich Was möchtest du noch machen? würde mich dann noch auf die anderen zubewegen. Gut. Ja, ich nehme auch an, das parieren und dann frei ausweichen. Ich will den Schaden auf jeden Fall nicht durchbekommen. Weil ich glaube, gegen das eine kann ich nichts tun. Ja, Ist die Parade irgendwie erschwert? Nein, ne? du bist auf, was sind Langdolche? Du kämpfst in Haar, ne? Ich kämpfe, ich komme nicht an H ran. Die werden wohl auf N Also bleiben. du musst auf H kämpfen, weil du mit Raufen ableitest. Und sie kämpfen auf N, also ist es erschwert? Nee, die Parade ist nicht Die Parade ist erschwert. nicht Parade erschwert, nicht, wenn ich angreifen du darfst nur keine Parademanöver will. ansagen. Sie sind auch nicht in Überzahl. Na doch, eigentlich schon. Ich Zwei bin ja. gegen. Ich bin ja mal, ich stehe nicht buchstäblich in diesem Haus, sondern irgendwo hier. Ja, du schießt Aber ich neben bin ihm, auch aber noch ihr seid nicht nicht im in Kampf. Formation. Ja, genau, also Überzahl. Ich würde dir tatsächlich eine Erschwernis von 1 geben und dann ist es. Ja, doch, ist es gerade so gelungen, du hast recht. Okay, Aber den. nee, zweimal wirst du getroffen, ja. Mit einer Wucht 5 habe ich gesagt. Warum zweimal? Wir haben zwei Paraden gelungen. Eine habe ich pariert, zwei haben die misslungen. Einmal Nee, bin sie ich haben mal die getroffen. 5 und einmal die 8. Ja, aber er hat eine Parade geschafft. Genau. Das heißt, du bist Okay, nur einmal dann kriegst du getroffen. nur die, nehmen wir den ersten, 12 plus 5 sind Ach, ich 17. probiere Zu probier viel. jetzt wieder frei ausweichen kommen. Das ist erschwert um 2 wegen der Distanz. Und 1 wegen Auf N. Bündnis. Dann und plus 1 wegen Überzahl. Das wäre Punktlandung. Wieder ausgewichen. Das heißt, ich bin auf Ini 20. Eigentlich musst du sowas vorher ansagen, bevor der Ja, dass Schaden ich frei kommt. ausweichen möchte. Ja, also du musst sagen, bevor der Schaden kommt. Ja. Also musst, ja. Ja, nimm die. Okay. 17. Ja, 17 nimmst dann. du und ich würfel gerade mal den Trefferzonenwürfel. Eins Dann linkes Bein. seien wir hier mal zu allen fair. Genau, machen wir das mal. Linkes Bein, da habe ich ein. Das heißt, 17 aufs linke Bein sind 17, 16. genau. Dann wird das sicherlich eine Wunde sein. War es schon vorhin? Ich habe die Selbstbeherrschungsprobe vergessen, fällt mir jetzt ein. Tu das Ich mal. würfel mal zwei Selbstbeherrschungsproben. Ja, mach eine. Eine soll mir genügen. Easy. Ja, Das sind 13. aber Max Erschwernis ist, ausreichend das auch. wird gut Gut. gehen. Dann nächste Kampfrunde. Boltax. Ja. Ich tauche mit meinem Stab auf und löse den Zwingtanz, den ich das letzte Mal eingesprochen habe, auf einen der Angreifer aus. Okay. Das ist eine Vierer Erschwernis. Schauen wir mal. Du musst aber eine Magieresistenz in den Stab eingesprochen haben, Ja, ne? habe ich. Welche? 13. Ja. Ja. Ist egal, was du würfelst. Die Magieresistenz durch eisernen Willen ist zu hoch. Okay. Oh, zwingt das ist ein Einflusszauber, oder? Ja, das ist ein Einflusszauber. Dann, das war die erste Aktion von Boltax. Nächste? Jo, also ich muss erstmal noch würfeln, ob er überhaupt rausgeht. Kann ja auch noch Ja. sein, dass er Ja. falsch auslöst. Mut, Intuition, Charisma. Schauen wir mal. Ja, das Mut, Du. Intuition. Ja, Intuition habe ich. Es geht ganz knapp raus, ja. Ja, damit weißt du auf alle Fälle, dass dass dein Zauber aus dem Stab raus ist und an der Magieresistenz hängen geblieben ist. Also das ist ja auch eine Information, die dir wichtig sein könnte. Jo, alles klar. Jana. Da die sich für mich nicht interessieren und mir langsam nicht unbedingt dämmert, worum es geht, aber irgendwie dämmert, dass die Diamantes wohl an sich da wollen, boxe ich mich da rein. Also ich versuche mich irgendwie da reinzudrängen, um die Aufmerksamkeit des zweiten Nachtwinds auf mich zu ziehen. Er ignoriert dich. Okay, dann greife ich ihn an.
Er zieht vor, und zwar beide. Auch vor Diamantis, ich ziehe jetzt vor Diamantis vor, und zwar... Eine Sache vergessen, kurz reinwerfen. Nach dem letzten Schlag wäre Diamantis zusammengebrochen, denn ich bin auf minus 1 LP. Wow. Die haben mir einmal 15 und einmal 16 Schaden gemacht. Ich habe nur 32 LP. Was? Wenn du stirbst, möchte ich sagen, dass es mir auf deiner Beerdigung sehr, sehr leid tun wird. Der Pirat aus dem Ruderboot ruft noch, ich hab's euch gesagt, gebt mir die Waffe. Gleich, komm her und hol sie dir. Das zählt als freie Aktion. Gut, Das waren 6 Worte, das zählt. Wenn ich Diamantis sowieso schon in die Bewusstlosigkeit getrieben habe, dann würde ich tatsächlich jetzt Boltax umbringen. Nee, ich habe aber noch eine Aktion. Okay. Vor allem müssen sie erst an mir vorbei. Und ich kann nochmal mit meinem Stab auftocken. Ich habe nämlich noch eine Wand aus Erz. Ich würde jetzt gerne eine Wand aus Erz zwischen mir und... Ich kann aber vorziehen. Richtig, aber die wissen ja nicht, was ich mache. Ja, das ist richtig, aber Diamantis liegt in Anführungsstrichen tot am Boden. Sekunde. Sie haben diese Runde jeder zweimal angegriffen. Diamantis hat... Nein, das ist eine neue Kampfrunde. Stopp, aber... Ich habe noch nicht vorgezogen. Aber hat Boltax nicht seinen Stabzauber letzte Kampfrunde gemacht? Nee. Bei dieser Runde, meine ich. Okay, dann ist... Sorry, ich weiß es nicht. Sturm. Auf jeden Fall, wenn der an mir vorbei will, kriegt dann Passierschlag. Ja, das kannst du auf alle Fälle machen. Aber ich habe 5 bzw. 6 Meter zu Boltax. Dann stürmen sie an Diamantis vorbei. Dann zumindest der eine. Für den zweiten ist da echt kein Platz mehr, sorry. Also wenn ich mich gerade hier reindrängen wollte, um Diamantis zu helfen, können die nicht beide an Boltax stehen. Dann versucht er an dir vorbeizukommen. Du kannst einen Passierschlag geben. Okay, dies ist nicht gelungen, wenn er Kampfgespür hat. Ja, er ist ein Nachtwind. Aber warte, es ist um 3 erleichtert, es ist doch gelungen. Alles gut, ich habe einen 3er Inni-Bonus, der Inni-Bonus geht voll auf die Erleichterung drauf. Okay, dann verliert die Initiative, ne? Zunächst mal kriegt er 10 Schaden. In das linke Bein und dann verliert er tatsächlich 1W6 Initiative. Okay, ja, dann siegt er seine Initiative auf die 47. Sturmangriff auf Boltax, zumindest den einen. Kann er nicht, dafür muss er 4 Schritte laufen. Hat er eben. Der andere hat eben 6 Meter. Flammschwert. Nicht geschafft. Und der andere hat eine Aktion Position, das ist der, den du eben Passierschlag hattest und haut Boltax so sein Flammschwert. Moment, wir haben doch gerade gesagt, er kann nicht an mir. Das ist zu eng. Die können sich nicht mal an Boltax stellen. Oder ist diese Gasse in Wahrheit viel breiter, als es hier aussieht, und unsere Token sind so groß? Wahrscheinlich sind die Token zu groß. Die Gasse ist 6 Meter breit. Ja, es ist 6 Meter. Ja. Okay. Also er versucht sich dran vorbeizumogeln, mit der Geschwindigkeit schafft er das auf alle Fälle und dann kriegt Boltax nach einem Aktion-Position ein ganz normales Flammschwert Finte 5. Denk an die 5er, schwer, dass du wieder vom Wurfschlag noch hast. Ja, ich habe eine 6 gewürfelt. Sind nur 15. Bin. Schauen wir mal. 10. Schwertarm. 10. Schwertarm. Da habe ich 3, also es ist eine 12. Das auf jeden Fall muss ich jetzt erstmal Selbstbeherrschung überfüllen, denn das ist eine Wunde. Du kannst, Jalen, während du den einen Passierschlagst, kannst du ihn noch hören, wie er dir auf Maraskani zuruft: Das ist der Weg. Beide Selbstbeherrschung, aber ich kann auch die Wunde ignorieren. Gut. Ja, und während ihr fassungslos dabei zuseht, wie nach Diamantis der kleine... Moment, ich habe erstmal noch eine Aktion. Ja. Ich habe noch 2 Aktionen. Ja, eine Sache. Und ich ziehe jetzt, und meine Wand ist genau 6 Meter lang. Als hätte man es gedacht, ziehe ich genau vor mir eine Wand hoch, indem ich einmal mit dem Stab auftocke. Boah, sie sind im Nahkampf mit dir, ne? Das ist egal. Und es gelingt! Wie breit ist diese Wand? Ein Meter? Was? Nee, die ist 3 Meter hoch und 6 Meter lang. Aber wie breit ist die Wand? Bei einem Meter ist, glaube ich, drin im Nahkampf, wenn er halt einen Satz zurückmacht. Ja. Okay, doch, soll gelingen. Ja, passt. Gut. Dann ist Jalan aber auch auf der falschen Seite. Der kommt klar. Gut. Der uns hier reingeboxt, der muss klarkommen. Das ist richtig. Dann, Wand entsteht. Jalan, was willst du tun? Haben die noch Aktionen? Tun die irgendwas? Die haben... Ich muss gerade mal schauen. Warte. Wir machen die Wand ein bisschen dünner. Ich glaube, die haben keine Aktion mehr. Nee, die haben sich bewegt. Die haben geschlagen. Die haben keine Aktion mehr. Die haben sich als Magier geoutet mit ihren Flammenschwertern. Jetzt ist Prios wohl Zeit.
Ist richtig. Er kann nicht die Scherbe herausfriemeln, was schade ist, denn er hat nur eine Hand frei. Er ruft ihn aber trotzdem zu und wedelt energisch mit dem Nachtwind. Garstiges Pack! Prager soll euch strafen! Und löst den Wendstrahl aus. Ist das mystisch? Nein. Talente. Sonstige Liturgiekenntnis. Es ist nicht eigensüchtig. Ich bin selbst nicht in einer Notlage. Es ist auch, glaube ich, sonst nichts. Seth Alberum zählt nicht mehr als dämonisch verseucht, nehme ich an. Mittlerweile nicht mehr. Gut, dann Blendstrahl aus Alperan. Eine falsche Seite. Alle ihre Talente, Zauber- und Fernkampfproben sind im Make-up-Stammer erschwert. Das sind 5. Ihre Initiative sind 5 Punkte. Und 5 Punkte werden gleichmäßig von AT und PA abgezogen. Also 3 und 2. Attacke zuerst. Hast du ihn aufgestuft? Oh, stimmt. Ich muss ihn auf 2 Leute aufstufen. Genau, da kriegst du auch mehr Werte. Dann sind es tatsächlich AKP-Stern halbe plus 5 jeweils. Also sie verlieren 10 Punkte auf alle Talent- und Zauberproben, 10 Punkte von der Inni und 5 an AT und 5 von PA. Aber verlierst du fürs Aufstufen nicht Punkte? 2, stimmt. Erschwert. Stimmt, 2. Es sind also 4 plus 5, also 9 jeweils. Götter im Himmel. Das passiert, wenn man Liturgien aus dem Ärmel zieht. Selbst wenn man sie kann. Während du dich da konzentrierst, kannst du einen lauten Krähenschrei hören, kurz gefolgt von einem noch lauteren Jalan, lauf! Du blickst dich kurz um, versuchst dich zu orientieren. Der Ruf kam von über dir auf der Lagerhalle und du siehst, während du dich umblickst, den Blendstrahl runterrufst, dass eine immense Schar von Krähen aus den Händen, graue Sphären, die sie umwabern, herausströmen und die Nachtwinde angreifen. Ich werfe mich in der hell erleuchteten Gasse von den beiden zurück. Was auch immer da passiert, das kann nicht Frau's Willen sein, aber ich werfe mich erstmal über Diamantes und versuche ihn zu schützen. Von den Krähen größtenteils. Die Nachtwinde blicken hasserfüllt zu Saphira und mit einer immensen, unnatürlichen Geschwindigkeit blicken sie erst zu der Wand und dann verschwinden sie. Laufen zurück in den Zug und sind weg. Ich würde sagen, ich gebe ihnen was hier Schläge mit, aber das macht nicht genug Schaden, um was auszurichten. Du hast dich auf Diamantas geworfen. Kommt auch dazu, ja, du hast recht. Ich schrimmel das Schwert weg. Vermutlich werde ich noch über ihm hängen und wenn die Krähen dann weg sind, werde ich versuchen, ihn aufzurappeln. Hinter dir, Boltax, kannst du den Piraten nur. Gib mir eine Waffe jetzt! Ich hab's euch gesagt, ich hab's euch gesagt! Ja, du hast es uns gesagt, jetzt entspann dich mal. Oder warte mal, er ist auf minus 1. Alkunde Wunden? Nee, ich bin auf 2. Ich habe mich verrechnet. Ich bin auf 2 LP, aber kampffähig wäre ich sowieso nicht gewesen. Okay, ich hatte gedacht, du hast einen Chippy verbrannt oder sowas, weil du. Aber damit ist er technisch gesehen nur kampfunfähig und nicht komplett raus. Ja, okay. Also dann hätte ich aber eventuell nochmal zugestochen. Also du bist auf minus 1. Okay. Wenn du dich verrechnest, hast du selber Schuld, sonst hätte ich zugestochen, bis du tot bist. Beziehungsweise bis du ausblutest. Also, wir geben eine Heilkunde, Schwert um 2. Oh nein, sorry, ich wollte nur wissen, wie tot er ist. Heilen kann ich dich nicht, ich habe nur Heilkunde 3. Nein, sorry, also nichts, aber. Ja, Boltax, du kannst auf alle Fälle erkennen, wie über euch auf der Lagerhalle Saphira auftaucht. Die Wand ist zwar hoch, aber reicht dann nicht, um sie zu verdecken. Und sie hat eben gerufen, also den Ruf hast du auch gehört, obwohl die Wand dort ist. Wir sollten schnell aufs Schiff zurück. Ja, hilf mir, den zu tragen! Ich bin hinter der Wand. Ich kann die Wand nicht auflösen. Und ja, man sieht vermutlich jetzt erst Saphira wieder umsteht. Wo lang? Ihr könnt dort hinten lang gehen. Durch den da Zug. Da kommt ihr einfach wieder. Nee, nicht einfach wieder. Durch den Zug. Für sie vielleicht einfach, weil sie sich ja auskennt. Ortskennt das Grundschirm. Elberum und so. Habe ich einen Heiltrank dabei? Nee, oder? Kann Diamantis seinen Chip abgeben, damit ich zufällig einen von Kanazitianer mitbekommen habe? Er hat gesagt, ich habe die heute fertig gemacht, hier, nimm den. Also wenn die verbrennt, sowieso, ja. Verbrennen ist. Kann er nicht einen Chip und ein Glück ausgeben, damit ich einen habe? 3. Kein Glück mehr. Ich habe keinen Chip, das ist eine Du-Entscheidung, ich kann nichts für dich tun. Ja, kriegst du. Okay, dann führe ich ihm einen Heiltrank ein, den Kanazitianer heute frisch gemacht hat. Heiligen dauert 5 Minuten, bis dann sind wir tot. Ja, Schicksalspunkt für eine kleine Veränderung der Realität, das soll mir genügen. Und dann, ich weiß nicht, wie viel er bekommt, es wird ihn auf die Bahnen bringen, also es werden mehr als 5 sein.
Ja, du überlebst die Situation mit einem Lebenspunkt. Könnt ihr laufen? Oh. Kommt, ich mit dem einen Arm versucht der Krüppel dich zu stützen, also mit dem verkrüppelten Arm versucht er dich zu stützen. Mit dem anderen kramt er das Schwert dann wieder hervor. Währenddessen könnt ihr sehen, wie der Pirat sich über die Mauer hochgeklettert hat. Hier, nimm meine Hand! Der zweite verdammte Hinterhalt an diesem Tag. Ja, hier, ich schieb Diamant das voran. Mann, Diamant, dass wir, ist hoch. Froh, dass wir doch nicht durch den Zug müssen. Bewegt dein scheiß Arsch ja auch. Ich reiche ihn widerwillig meine Hand. Er kurbelt dir fast den Arm hoch aus, wenn er dich hochzieht, aber auf der anderen Seite kannst du dann runterstürzen, knallst neben Boltax in den Sand. Boltax, du kannst sehen, wie jetzt mittlerweile die Wache angelaufen kommt. Was ist hier los? Wir haben Rufe gehört. Ja, richtig. Ich habe euch gerufen. Wir wurden eben gerade angegriffen von irgendwelchen Maraskanern mit flammenden Schwertern. Was? Das sind Risso, die ihr da habt? Die haben wir aus dem Wasser gezogen. Und dann kamen auf einmal Maraskaner mit flammenden Schwertern aus dieser Gasse. Was ist das für eine Wand? Woher soll ich das wissen? Da ist er noch jemand oben. Ja, währenddessen kann der Pirat dann auch Jalan hochziehen. Na, komm, eins Ohr, komm! Nimm meine Hand. Tue ich tatsächlich, schmieriger Sack. Hey, jetzt habe ich einen bei dir. Ja, deinen geholt. Bleib oben kurz hocken, sehe Saphira an. Er guckt dich mit seinen Stummelzähnen an. Was rum wäre gut. Ja, wie gesagt, Jana, guck kurz auf ihr an. Danke, wir reden später. Oder ich darf meine Waffen nehmen oder so. Immer. Reden wir auf dem Schiff drüber, ey. Kommt. Oh, ja. die Wache. Ihr hattet recht, Werte. Ich auch an Frau Weibel. Der Zug scheint gefährlich zu sein. So könnt ihr euch zurück auf die mondsilberne Drachentöter retten. Ich rufe dir erstmal, wenn ich. Hast du noch an Deck? Hass Wolf! Verdoppelt den Mann hier den Sold! Abenteuer. Ich gehe mal zu Kanazitian, mir etwas Tee holen. Ah, ihr wisst schon, diesen guten Blütentee. Pfeilblüten. Ah. Komm, Diamant, ich bring dich zu Nethia runter. Du Junge, hol den Captain und Zulamin und Rafim. Sie sollen zur Anatomin kommen. Aber nicht umbringen! Nicht dich! Nicht heute. Bring mir meine Zigarren aus meiner Kajüte. Ja, ich hol sie gleich. Von der Dukatengarde steckt in die Zigarre angezündet im Mund. Ach, genau das, was ich jetzt brauche. Mir geht's schon viel besser. Jetzt kann ich wieder auf die Beine. Das ist ja langfristig. Oh, ich schmeck's, Carinor. Carinor Plantage, ei. Du bist ein guter Mann. Vielleicht hätten wir da unten gebraucht, für diesen Mesenmaraskanern, scheiß Hinterhalt. Oh, wo ist denn nur Rafim, wenn man den braucht? Ja, Rafim kommt auch mittlerweile mit seinem riesigen Kopf durch die Tür. Blick durch. Guck mal, ich habe an meinem Amulett weitergeschnitzt. Ich habe jetzt schon zwei fertig. Was habt ihr denn gemacht? Wirklich schön, wirklich schön. Nein, lass uns doch mehr über dein Amulett reden, mir geht's gut. Ach so, ja dann. Also, hier, weißt du, ich hab den Drachen nach vorne gesetzt, weil ich dachte, dann fällt der gut auf. Ja, sieht schon gut. Du hast dich wirklich verbessert. Hast du die Werkzeug geholt? Ey, Kapitän, wir haben Verwundete. Abenteuer. Ich kann die Tür schließen, die Tür wieder auf. Was steckt den Kopf raus? Was ist los? Greifenmond. Sehen die am besten selbst an. Was hat er schon mehr gemacht? Diamantas hat da was umgebracht. Und die anderen zurück? Naja, zumindest zum Teil. Wie zum Teil? Ich glaube, Diamantas hat ein gutes Stück Fleisch verloren. Oh, verdammt. Ja, ich räume meine Arbeit weg irgendwie vorsichtig und komme dann zu den anderen. Ja, weil wenn ihr unten in die Krankenstation geht, könnt ihr immer noch sehen, die ganzen Risso-Leichname, die hier liegen und obduziert werden. Sie schauen sich gar nicht weiter um. Ach, Kapitän, nicht jetzt. Wir haben alle Hände voll zu tun. Aber ich brauche jetzt wirklich nicht. Oh, wir haben Verletzte. Diamantes, das habe ich gar nicht gesehen. Sie versucht so ein bisschen die Risso-Leichname dann irgendwie wegzusortieren, legt dann zwei übereinander. Das ist jetzt sehr unwürdig, Bohren. Verzeih, aber legt euch hier hin. Nee, Moment, ich muss das erst sauber machen. Legt euch da noch nicht hin. Erstmal dieses Handtuch drüber, jetzt. Ach, das passt schon so. Ich lag schon auf viel schmierigeren Oberflächen. Was ist passiert? Ein Hinterhalt, Kapitän, ein Hinterhalt.
Ja, hätten nicht so drauf eingehen sollen. Mehr Verstärkung. Dann wären wir auch gegen sie angekommen, aber sie waren so schnell. So Kötter verdammt schnell. Wer hat euch angegriffen? Maraskana, mit brennenden Schwertern. Was? Meint ihr so wie das von Spurgelzen? Ja, genau so. Also echt. Magier. Uiuiui. Sie hatten eine ordentliche Kraft. Ich habe versucht, sie zu verzaubern, aber sie haben gut widerstanden. Ihr könnt sehen, wie hinter euch im Türrahmen Kanesetianer steht. Er hat da wohl gerade irgendwas im Mund, schluckt da schnell runter. Nachtwinde? Sind das nicht diese Vögel? Jedenfalls ihr habt ihn den Hintern gerettet. Der Heiltrank, den ihr mir gerade noch in die Hände gedrückt habt. Ja, du guckst währenddessen auf seine Hände und er hat da wohl gerade ein Tagebuch in der Hand. Dex sei Dank. Ich habe nicht daran gedacht, einen mitzunehmen. Könnt ihr uns wohl etwas Pfeilblütentee machen? Das wäre sicherlich an dieser Stelle ganz angenehm. Warte, was sind Nachtwinde? Das ist doch dieser Vogel. Ich mach schnell einen Tee-Moment. Er eilt so ein bisschen durch seine Kajüte. Legt das Buch weg! Legt das Tagebuch von dir weg auf den Tisch zu den anderen vielen Dokumenten. Und Frau Neta, Frau Präzeptorin, falls es nicht zu viele Umstände macht, nachdem ihr euch den wilden Diamantes angeschaut habt, könntet ihr euch auch meine Wunde ansehen. Nicht so schlimm, aber unangenehm ist es schon. Ja, selbstverständlich. Flammenschwert, das ist zumindest kauterisiert ziemlich schnell. Gute Neuigkeiten. Hier, Etelius, mach du das mal mit Boltax. Ja, oh, Diamantes, das ist doch eine echte Karinor, oder? Das rieche ich doch von hier. Ja, hat mir einer der Dukatengardisten in den Mund gedrückt. Ja, dann ist ja doch kein schlechter Tag. Ich bin Ihnen noch die nächsten 5 Minuten dankbar dafür, bis hier weg ist. Kannst du mir den Gefallen tun und meine Kiste aus einer Kajüte holen? Boltax wollte das tun, aber er scheint jetzt beschäftigt. Oh, der hat ja auch kurze Beine, ne? Ich mach das mal eben. Also, Magier haben euch angegriffen. Die trugen keine Roben oder so, aber sie waren unheimlich schnell und dieses Schwert, wie Janan schon sagte, auf einmal fing es Flammen. Ich habe gerochen, wie es sich durch mein Fleisch gebrannt hat. Was ich nicht verstehe ist, sie haben sich sofort auf Diamantes konzentriert. Wäre es ein Attentat, wären sie wohl mich zuerst angegangen, oder? Weil ich bin wohl nicht mehr der Schwertmeister, der ich mal war, aber nichtsdestotrotz. Vielleicht waren die vom vorherigen überfallen. War das Freunde von ihnen und sie wollten sich rächen, oder? Anders kann ich mir nichts vorstellen. Was sollen die von mir wollen? Ja, das macht Sinn. Ihr wart ja gewissermaßen der Kontaktmann, oder? Aber vielleicht haben sie euch deswegen ignoriert? Habt ihr irgendetwas vereinbart, außer dass ihr euch treffen wollt? Verzeiht, dass ich mich schon wieder einmische. Kanesitianer schluckt wieder gerade irgendwas runter und sagt dann, Prios, Gläubige und Maraskana sind immun gegen ihren Zauber. Gegen welchen Zauber? Gegen ihren Hass. Nun? Wollt ihr das näher ausführen? Eigentlich nicht. Was wisst ihr über diese Nachtwinde? Das Wissen ist verboten. Leute, die zu viel wissen, landen sehr schnell in irgendwelchen Gräben. Vielleicht tut ihr mir den Gefallen und erzählt mir von den Leuten, die mich gerade fast filetiert hätten. Eine Kabalia-Sekte aus Aranien. Nun, sie sind magiehassend und nutzen Magie. Nicht sehr konsistent, wenn ihr mich fragt. Wenn man sich mit den Geschichten der Kabalie aus den Magierkriegen beschäftigt, dann ist das tatsächlich sogar sehr logisch. Magiehassend, ja? Aber ich hab doch meine Kräfte in der ganzen Stadt nicht eingesetzt. Ihr könnt zaubern? Nicht, so wie Meister Abel mir das kann. Aber die in der Akademie sagten mir, ich komme schon wieder drauf. Dilettantisch sei meine Kraft veranlagt. Aha. Hätte ich das früh genug gelernt, dann hätte ich wohl ein Magier wie ihr werden können, Kapitän. Nun, nicht ganz wie ihr, aber Magier, ihr versteht. Nun, das Gründungsmitglied ist Jobst von Mujaladat und naja, er ist ausgebrannt worden. Deswegen
naja, in den Magier kriegen. Das ist nun schon sehr lange her, aber warum zaubern sie dann? Sie nehmen die Gaben, die ihnen geschenkt worden sind von Ruhrenkor. Braun, das gefällt ihnen gar nicht. Ja, und bringen wir die jetzt um? Vor allen Dingen ist die Frage, warum greifen sie uns gerade jetzt an? Hier, in dieser Stadt? Zu diesem Zeitpunkt? Vielleicht waren sie nur schon hier und haben uns zufällig gesehen. Glaubst du immer noch an Zufälle? Ja. Nach all dieser Zeit? Auf jeden Fall. Zufälle sind des Herrn Fexens Brot und Butter. Schwester Hesinde gab ihm die Magie. Das ist wahr. Und gesunden Menschenverstand, sagen sie immer. Und wenn man mit Magie die Ungeschaffenen rufen kann, dann ist Magie etwas Schlechtes und muss bekämpft werden. Also bringen sie erst alle anderen Magier um und dann sich selbst? Vierfach ja. Und da haben sie viel. Jedenfalls. Ich weiß nicht. Wenn ihr wollt, Diamantes, können wir selbstverständlich versuchen, die auswendig zu machen und über die Klinge springen zu lassen, aber. Wäre nicht leicht. Habt ihr einen von ihnen verwundet, Jalan? Ja. Hier. Ihr Blut dürfte ein potenter Fokus sein. Ich reich ihm Klinge voran, den Nachtwind. Ich denke mal, eventuell kennt sich jemand damit aus. Ich werde einmal mit Magister Kohlraab und Frau Paligan sprechen. Vielleicht kann eine der beiden Entfindungszauber. Ja, sonst fragt der Stierkopf-Schamane, der weiß ja auch viel sonst Zeug. Auf keinen Fall. Wenn wir schon ein solch seltsames Hellsichtritual durchziehen, dann aber auch von einem ordentlichen Geldmagier. Genau. Stierkopf-Schamane ist unser Ass im Ärmel. Sagt er dieser Stierkopf-Schamane Tagebücher, die er führt? Nein. Aber wenn ihr ganz lieb fragt, erzählt er euch seine Geschichten. Ihr müsstet euch dabei nur in die Hand schneiden. Richtig. Er ritzt sich verschiedene Sachen in seine eigene Haut. Das ist gewissermaßen auch ein Tagebuch. Ihr könnt sehen, wie seine Augen feurig glänzen und er sehr dressiert aussieht. Hautbilder. Und die kann man auch lesen. Ja, ihr müsstet euch nur dabei in die Hand schneiden, so gehört sich das. Nun ja, ich brauche erst einmal einen Heiltrank für Meister Diamantes. Ja. Ihr möchtet. Und vielleicht ein bisschen Elmenblatt. Dann nehme ich den Nachtwind und gehe straight zum Stierkopf-Schamanen. Nee, Jalan hat ein Auge drauf. Das mache ich. Ihr könnt ja weiter drin bleiben. Ich meine, ja, was ist mein Nachtwind, mein Jung? Dann mache ich's. Also keine Ahnung, wenn Voltax irgendwie meint, er will damit alleine zu Kohlraab, aber sonst irgendwie wird Jalan ein Taschentuch übernehmen, das Blut abstreichen und den Hass geben. Ja, okay, dann nehme ich. Aber er wird nicht zulassen, dass der Nachtwind an irgendeinem magischen Ritual teilnimmt. Okay. Ja, dann gehe ich halt mit dem Taschentuch voller Blut zum Stierkopf-Schamanen. Bruder. Oh, Tosuli. Wir haben gekämpft heute und viel Blut verloren. Aber wir wurden von blutlosen, blutleeren und tiefgeborenen angegriffen. Ohne Ehre. Wir müssen sie finden. Wir haben ihr Blut. Kannst du sie suchen mit Blutzauber? Blutzauber gut. Ja, und damit drücke ich ihm das Tuch in die Hand. Schau ihn einmal an und nicke. Die Geister werden sich zerreißen. Ah, gut.